So, jetzt wird es wieder einmal kontrovers für alle Realitätsverweigerer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mittlerweile sowas von die Schnauze voll, wenn man über Jahre ein Problem hin ignoriert, nur weil man selbst nicht damit aus dem echten Leben her konfrontiert wird, weil man selber in einem Bobo-Bezirk wohnt, ja, wo alle reich, wohlhabend sind, wo es keine Probleme gibt, wo man nicht und auch gar nichts mit der wahren Realität da draußen zu tun hat, und dann kann man groß herumreden und groß die Moralkeule herumschwingen, und die Menschen da draußen, die erleben aber eine ganz andere Realität. Und es geht natürlich wieder einmal um die Migrationspolitik in Mitteleuropa. Und Achtung, quick reminder, man ist kein Rechtsradikaler, Rassist und Ausländerfeind, wenn man auf bestehende Probleme hinweist. Ganz im Gegenteil, ich würde solche Menschen eher als die wahren Humanisten beschreiben, weil die sich darum kümmern, dass es den Menschen in diesem Land gut geht, und zwar allen, unter anderem auch den eigenen, und dass man auf künstlich geschaffene Probleme hinweist und auch sagt, das kann doch so nicht weitergehen. Naja, das eine nennt man halt dann Realität, und das andere, ja, aus diesen Wohlstandsbezirken von Politikern und hoch- und gut verdienenden Medienchefs, das nennt man dann halt Realitätsverweigerung, Ideologie und das Leben in einer Fantasieblase. Und um was geht's überhaupt? Es geht darum, dass jetzt in Wien innerhalb von einer Woche drei Vergewaltigungen stattgefunden haben. Drei Stück. Und wäre die Zahl an sich in so kurzer Zeit nicht schon schlimm genug, ist es wieder ein weiterer sogenannter Einzelfall, jeder einzelne dieser Fälle, der zu einer ziemlich langen Reihe mittlerweile von Vergewaltigungen hinzugezählt werden kann. Das ist nämlich die Sache. Seit vielen Jahren passiert immer wieder einmal was. Ja, manchmal öfter hintereinander, manchmal mit ein, zwei Monaten Abstand, aber es reißt nicht ab. Und ich frage mich dann immer, wie lange ist so etwas dann noch ein Einzelfall, oder merken dann irgendwann mal ein paar Leute, gerade so vom linken Spektrum, dass es sich hier doch vielleicht um ein strukturelles Problem handeln könnte? Und so geht man jetzt zum Beispiel hier auch davon aus, dass es sich um einen Serientäter handeln könnte, aber es weiß überhaupt niemand irgendetwas, also könnten auch drei einzelne Täter gewesen sein. Und es zeigt einfach wieder einmal auf, durch die Beschreibungen der Täter, dass es sich bei sehr vielen dieser Fälle um importierte Probleme handeln könnte. Denn die Beschreibung bei allen drei Fällen ist eine sehr ähnliche, und zwar dunklerer Teint und eher ein Typ ausländischer Herkunft. Und dann hat man auch bei einem dieser Fälle schon zwei Tatverdächtige festgenommen, die Wache gestanden haben. Das waren zwei 12-jährige Syrer. Und dann merkt man schon, oh, da ist schon wieder so etwas, was sehr gut ins Muster passt. Und damit möchte ich, und jetzt da sage ich es nochmal, damit es auch der Letzte verstanden hat, nicht sagen, dass es keine Verbrecher zum Beispiel gibt, die hier geboren sind. Ja, also es gibt genauso Vergewaltiger, die Österreicher sind, und Deutsche. Es gibt genauso Räuber und Mörder, die hier geboren sind. Aber ist das wirklich eine Rechtfertigung dafür, dass man sich noch mehr von diesem Problem importiert? Ich würde sagen, nein. Und das nächste ist auch, dass gerade bei solchen Fällen immer mit zweierlei Maß gemessen wird. Sobald jemand ein angeblicher Flüchtling oder Asylwerber ist und so ein Verbrechen begeht, dann fällt die Strafe meist etwas milde aus. Teilweise so milde, dass man sich fragt, gibt es überhaupt noch einen Rechtsstaat? Und die Begründungen sind immer dieselben. Ja, die sind halt dann psychisch labil, die sind traumatisiert. Wow, als wäre das irgendwie eine Ausrede oder eine Rechtfertigung für eine Strafmilderung bei so einem Verbrechen. Ich habe da erst vor ein paar Monaten bei einem Beitrag über ein Mädchen gesprochen, zum Beispiel aus Deutschland, 11 Jahre alt, wurde vergewaltigt, und dieser Verbrecher läuft frei herum. Der hat auf Bewährung bekommen. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die müssen nicht sein. Und wir alle wissen es. Wir alle wissen es. Alle, die da draußen unterwegs sind, wissen es. Es gibt gerade von diesen männlichen Mitmenschen, die teilweise massenhaft nach Mitteleuropa kommen, gewaltige Kulturunterschiede zu uns. Gerade was zum Beispiel den Wert einer Frau angeht, ja, das darf man auch nicht sagen. Ich sage nicht, dass alle so sind. Wie gesagt, sage ich nicht. Aber sehr viele sehen die Frau nun aus einem etwas anderen Blickwinkel, als es vielleicht unsere Kultur und unsere Moralvorstellungen tun. Und das sind alles so Probleme, die spricht niemand an, weil man Angst hat, dann bezeichnet zu werden als Rechter oder sonst was. Ist mir aber egal. Ja, mir ist das völlig egal, weil es handelt sich um ein reales Problem. Und da kann man sich dann nicht einfach wegducken und sagen, oh, ich sag da sicher nichts drüber, weil ich bin ja kein Rechter, und man muss schon Verständnis haben für diese Leute.
Nein, absolut nicht. Das kann so nicht weitergehen. Das sind schon lange keine Einzelfälle mehr. Wir wissen es alle. Und egal, ob man sich selbst als rechts, links, oben, unten, quer oder sonst irgendetwas betitelt, es muss doch ein Konsens sein, dass man versteht, dass diese Probleme zu einem großen Teil, nicht zu 100%, aber zu einem großen Teil importierter Natur sind und dass wir daher unter anderem auch aus diesem Grund mit so einer Art der unkontrollierten Zuwanderung nicht weitermachen können. Um mehr geht es ja nicht. Man muss das Ganze kontrollieren, man muss nachprüfen können, hat er überhaupt einen Grund, hierher zu fliehen, und sollte er hier straffällig werden, dann gibt es nichts mehr hier in diesem Land zu suchen. Ab mit dem. Weil solche Menschen sind mir ehrlich gesagt auch zu schlecht dafür, dass ich sie mit meinen Steuergeldern noch in unserem super Gefängnissystem durchfütter, weil denen geht es ja dann wie in einem Hotel. Sehe ich genauso wenig ein. Die müssen ab, raus, weg. Und auch hier wissen wir, dass es so gut wie nicht stattfindet. Da heißt dann immer, oh, hier und dort mal eine Abschiebung und so weiter und so fort. Aber es passiert doch in Wirklichkeit nichts. Das sind so wenige, das geht sich gar nicht aus im Verhältnis zu den Verbrechen, die stattfinden. Für alle diejenigen, die sich immer noch als die Guten sehen und dann sich ernsthaft erdreisten, so etwas zu relativieren, denen kann ich nur einmal raten, sprecht einmal mit den Opfern und fragt sie, ob es für sie weniger schlimm war, weil der Täter ja traumatisiert war oder weil man doch Verständnis haben muss für seine Kultur und so weiter und so fort. Fragt sie mal. Da bin ich mal gespannt, wie ihr dann mit dieser Antwort umgeht. Ich habe die Schnauze voll, wir müssen dieses Thema ansprechen, wir müssen über diese Probleme sprechen. Sie existieren nämlich. Jeder, der draußen unterwegs ist, gerade in den größeren Städten, weiß auch, wovon ich spreche. Es sind bei weitem nicht alle, sage ich nicht. Aber es ist ein zu großer Teil, um es zu ignorieren. Es gibt massive kulturelle Unterschiede. Frauen werden anders behandelt, andere Moralvorstellungen. Und das muss man in den Griff bekommen. Anders wird das auf Dauer nicht funktionieren. Und wir müssen die Frauen in unserem Land, egal woher sie kommen, beschützen. Das ist unsere Aufgabe als Gesellschaft und wir dürfen da nicht wegsehen und wir dürfen auch keine Angst haben, dass wir irgendwie als rechtsradikal oder Ausländerfeind bezeichnet werden, weil das ist sehr einfach zu durchschauen und jeder, der auch nur ein bisschen über ein paar Gehirnzellen verfügt, der wird verstehen, dass es sich um pures Framing handelt. Und jetzt würde mich noch von euch interessieren, wie seht ihr das? Dieses Thema ist, keine Frage, sehr heikel, weil man kann nicht alle Menschen in einen Topf werfen. Aber wenn es so ein großes, eindeutig strukturelles Problem gibt, dann muss man es ansprechen. Und es hat nun einmal zu einem großen Teil als die Migrationspolitik als Grundproblem im Hintergrund. Ja, das kann man natürlich wegignorieren, ändert aber nichts an dieser Tatsache. Und mich würde noch eure Sicht auf diese Dinge interessieren. Seht ihr das so wie ich oder bin ich jetzt ein böser Rechter, den man canceln muss und am besten, ich weiß nicht, am besten schiebt man mich ab. Bitte sehr gerne kommentieren, würde mich sehr interessieren. Ansonsten wünsche ich euch wie immer alles Gute. Bitte sehr gerne noch auf YouTube abonnieren. Schaut auch gerne bei Telegram vorbei, da kann man sich so ein bisschen persönlicher und freier austauschen. Und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.